Also diese Informationen könnten den Pokémon-Kartenmarkt nochmal so richtig aufmischen. Und zwar geht es hier um Lost Origin. Neue Informationen. Einige von euch wissen es schon, aber die meisten wissen es nicht. Lost Origin. Was hat es mit dem Set jetzt auf sich? Warum? Was für Informationen gibt es, die so spannend sind, dass wir darüber ein Video machen müssen? Und ich glaube, jetzt kann man sich in Purpur Entwicklung in Paldea Händler versuchen, das schon zu dumpen. Die verkaufen das auf Kartenbrett schon für 118 Euro, obwohl der Release erst in naher Zukunft ist. Und das bedeutet, dass sie antizipieren, dass sie das nicht loskriegen, weil Leute alle Schwert und Schild kaufen. Und Lost Origin, lasst mich euch hier was zeigen. Und zwar, das wussten wir noch nicht. Ja, die Annahme war, laut Danny Phantom und allen anderen, bis jetzt, dass Giratina in allen 1800 Boostern drin ist. Und auch das Aerodactyl in allen 1200 Boostern. Und wenn wir uns hier diese Pullraten anschauen von TCG Player, dann wird mal ganz klar ersichtlich, dass die Pullraten um einiges besser sind in Lost Origin als eigentlich gedacht. Giratina ist ein ganz ein besonderer Fall. Und das macht Lost Origin halt extrem lukrativ zu öffnen, in dem Fall. Wenn ein Giratina 300 kostet und doppelt so teuer ist, quasi wie ein Glurak, wie ein Lugia schon fast, aber die Pullrate ähnlich ist, ist das halt schon krass bei Lost Origin. Ja, schauen wir mal. So. Ja. Deutsch sind wir auf 270, das günstigste auf Englisch sind wir bei 300. Also diese Karte hier hat sich unfassbar entwickelt. Zu Release waren es noch auf 180 und Leute waren sich nicht sicher. Viele haben gemeint, oder die meisten dachten, es geht runter, dabei ging es nach oben ziemlich rasch auf 250. Und ich glaube, man kann sagen, dass Giratina die beste Karte aus Schwert und Schild ist nach dem Nachtara. Ja, die Karte ist sogar teurer als das Rayquaza von Drachenwandel. Und das sei nochmal dazu gesagt, dass Nachtara und Rayquaza eine mehr als doppelt so hohe Pullrate haben. Ja. Also ich denke, dass das Lost Origin extrem stark machen wird. Aerodactyl ist auch sehr interessant mit 1 zu 665. Da die Karte ja auch eigentlich überdurchschnittlich teuer ist, also für diese Pullrate ist ein Preis von 100 Euro schon ziemlich krass. 100 auf Englisch. Ja, die Karte hat sich jetzt nicht so halten können wie Giratina, aber ich finde persönlich, dass 100 Euro immer noch viel ist. Ja, also, und dann unterscheidet sich Lost Origin und dann auch ein bisschen von Silver Tempest, auch wenn Lugia ein populäres Pokémon sein mag, aber Aerodactyl und Giratina haben schon einen einzigartigen Status in Schwert und Schild. Und schauen wir mal kurz bei der japanischen Karte rein, was wir da haben. Die japanische Karte ist ja nach Pokébreath extrem gestiegen, die war 45 Euro und jetzt sind wir hier auf 72, aber eigentlich so 80 Euro für ein Aerodactyl, also auch über 40% gestiegen. Sehr, sehr, sehr spannend, der Pokémon-Kartenmarkt zurzeit. Und wenn wir das mit Silver Tempest vergleichen, Lugia 1 zu 684, also ein bisschen häufiger, aber nicht wesentlich, denn dafür ist der Rest leichter zu ziehen. Wir haben bei Silver Tempest eine unglaubliche Trainer Gallery mit Serena. Wir haben die Freunde von Gala. Wir haben die Frieda drinnen, was wir uns noch alles anschauen werden. Und ja, Rayquaza, ähnlich beliebt wie das Pikachu von Lost Origin. Also da ist man sich schon sehr ähnlich, aber wenn wir dann hier schauen, dann finden wir doch Unterschiede in den Sets. Wir haben die Athletart-Karten, die schon günstiger sind als bei Lost Origin. Auch Regentrack, auch wenn hier das Lugia als Easter Egg drauf ist, was ich extrem feier. Aber ja, Inkognito ist auch sehr schwach. Sind wir auf 20 Euro, das finde ich sehr wenig. Könnte underrated sein. Rayquaza, das Lugia natürlich. Und wenn wir das vergleichen mit Lost Origin, ist Lugia halt, muss man sagen, bekommen ab 164, 185 auf Deutsch, also 100 Euro günstiger. Das ist eigentlich schon ein ziemlich krasser Preis. Ja. Und
Lugia ist halt beliebter als Giovattina, aber Giovattina ist aus irgendeinem Grund viel teurer. Ja. Ist vielleicht Giovattina doch seltener? Niemand weiß es ganz genau. Ja, die Pull-Raten sind nicht geleakt, aber ist sehr interessant. Aber ich denke, dass ja, Lugia sollte eigentlich teurer sein als Giovattina. Silver Tempest hat dann halt natürlich noch, wie soll man sagen, die besseren Trainerkarten. Ja, wir haben hier das Kimono-Trägerin-Girl oder Furry Soul Girl, die ist halt extrem günstig, bloß mit 8 Euro. Auf Japanisch sind wir da 74, wir haben die Free da drinnen, die ist auf 10 Euro bei uns, auf Japanisch sind wir da bei 90, das heißt, die ist ein bisschen runtergefallen. CC Arena haben wir drinnen, die ist auch hier in Silver Tempest etwas teurer mit 20. Auf Japanisch sind wir da bei 300. Spannend wird natürlich, ob vielleicht irgendwann dieser Weifu-Hype auch hier extrem ankommen wird, nach Kamis in Purpur. Da ja dort diese Altered-Art-Karten sind, die so teuer sind. Und das könnte halt Silver Tempest dann auch noch ein bisschen nach oben katapultieren, weil die Trainerkarten hier schon sehr besonders sind. Also wir haben hier wirklich drei Karten, die auf Japanisch eigentlich sehr sammelbar sind und wer weiß, vielleicht sind sie auch mal ja, bei uns so sammelbar. Man kann ja nie wissen, was die Zukunft bringt, aber insgesamt gesehen bin ich mit Silver Tempest und mit Lost Origins sehr zuversichtlich. Nach den jetzigen Daten kann man vielleicht sagen, dass ja, Lost Origins vielleicht etwas besser ist, ja, weil Giovattina ja doch eine größere Chase-Karte ist. Das war es halt so die Info, die ich euch geben kann zu Lost Origins und Silver Tempest. Ich dachte mir, wir besprechen das nochmal ein bisschen genauer, jetzt wo es noch wichtig wird. Ich weiß, das sind glaube ich noch die zwei Sets, die so richtig spannend sind. Und noch ist es sehr verfügbar. Es sind ja über 700 Stück auf Cardmarket. Es wird noch dauern, bis da der Bestand runtergeht, aber man hat schon gesehen, ich glaube vor zwei Wochen bekam es noch für 120, teilweise 116 Euro Lost Origins und Silver Tempest auf Cardmarket. Und jetzt sind wir eigentlich schon auf 130, also man sieht schon, dass es hier tendenziell nach oben geht. Ja. Ansonsten schreibt einen Kommentar hinein, falls ihr noch bis hier da seid, schreibt hinein, ob Lugia oder Giovattina besser ist. Like das Video, lasst ein Abo da und schaut euch irgendein Video an, was hier vorgeschlagen wird. Das wäre extrem super. Ruhe, Leute. Wir hören uns.